Willkommen zu einer weiteren Runde von The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, ja, die Pilzsuche haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Jawohl, endlich mal, was wir geschafft haben. Beziehungsweise ich hier ganz alleine und so. Egal. Gut, wir fragen mal nach neuen Aufträgen. Hat sie was für uns? Aufgaben. Ja, Ayira hat noch mehr Aufgaben für Namdos. Ayira hat eine Wette mit Galbedir abgeschlossen. Ayira hat eine Wette mit Galbedir abgeschlossen, dass Ayira noch vor Galbedir den Rang eines Gesellen erhält. Jetzt muss Ayira diese Pilze untersuchen und einen Bericht schreiben. Ayira möchte, dass ihr Galbedir einen falschen Seelenstein gebt. Okay, falscher Seelenstein. Ayira hat einen falschen Seelenstein gemacht. Nehmt ihn und legt ihn oben auf Galbediers Tisch. Galbedir sollte herunterkommen, um mir Marain drehen zu reden. Also wird euch niemand dabei beobachten. Okay. Dann, Galbediers Tisch. Versuchen wir dann doch mal. Lebt wohl. Das ist, vorsichtig, die Mutter der Porzellankiste. Seelen der, falscher. Sachen hier. Ich schätze, ich habe einen Moment Zeit für euch. Das ist sehr, sehr nett, nur ich habe im Augenblick selber auch keine Zeit. Ich hoffe, ihr benötigt nicht zu viel von meiner Zeit. Galbedir? Vermutlich nichts. Oben? Wo soll denn hier oben sein? Ich habe so das dumpfe Gefühl. Seid gegrüßt. Ich bin hier schon oben. Was wünscht ihr von mir? Oder vielleicht auch nicht. Geht's hier noch weiter rauf? Ah ja, okay. Ach, man von allen Seiten so angebrabbelt wird. Bringt einem immer wieder ein wenig aus dem Konzept. So, wer bist du denn? Bist du derjenige, welche? Sprecht zu mir. Was benötigt ihr? Im Augenblick gar nichts. Danke der Nachfrage. Achso, das ist die Dame, die... Ja, ich verstehe. Hier sind wir mal reingekommen. Daher oben, alles klar. Das ist ja der Bereich, den wir hier noch gar nicht... treten haben. Sollten wir diesen dann benutzen, um einen gewissen Seelenstein da zu deponieren? Der sollte doch dann hier sein, ne? Unbedeutender Seelenstein, falscher Seelenstein. War's das? Wie darf ich euch helfen? Och, ich danke. Ich habe alles schon erledigt, was zu erledigen war. Unter Umständen habe ich mich jetzt hier direkt unbeliebt gemacht. Hätte ich den anderen Seelenstein mitnehmen sollen? Und war zwar nicht die Rede, aber es hätte ja trotzdem Teil der Aufgabe sein können. Hallo? Ich wir werden es gleich herausfinden. Ja. Sprich nur. Ich grüße dich. Ich auch. Das habe ich gemacht. Ihr habt den Stein in den Sekretär getan, wie Ayira euch gebeten hatte. Ayira dankt euch. Sehr schön. Habt ihr noch andere Aufgaben für uns? Moment. Ja, das ist wohl alles soweit in Ordnung. Wie sieht es denn hier mit anderen Aufgaben aus? Ayira muss jetzt die Blumen der Gegend hier untersuchen. Blumen?
Ja, Ayira muss jetzt die Blumen studieren. Ayira braucht Goldkarnät, Blüten der Steinblume, Staubbeutel der Weide und Heidekraut. Man findet diese alle an den Ufern des Amaya-Sees. Hm? Okay. Um zum Amaya-See zu gelangen, geht's von Balmora aus südöstlich an der Mondfalterfestung bei. Okay. Folgt dann den Wegweisern und der Straße nach Pelagiat. Überquert die Foyada Mamea und haltet euch dann an der nächsten Kreuzung in Richtung Suran. Alle Blumen, die Ayira benötigt, liegen direkt auf dem Weg nach Suran, der am Nordufer des Amaya-Sees entlang führt. Okay. Danke, danke. Wir müssen jetzt quasi wieder zurück Richtung Suran. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, um Blumen zu finden. Erst Pilze. Jetzt Blumen. Hallo? Hallo, hallo. Ihr benötigt nicht zu viel von meiner Zeit. Im Augenblick eigentlich gar nicht, weil ich anderweitig beschäftigt bin. So, jetzt mal wieder raus hier. Die Dame. Sprecht zu mir. Was ja, benötigt ihr? Danke. Im Moment gar nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Vor allen Dingen einen neuen Auftrag. So. Kurz mal ins Journal gelugt. So. Ayira möchte nun, dass ich ihr Exemplare der folgenden vier Blumenarten beschaffe: Goldkarnät, Blüten der Steinblume, Staubbeutel der Weide und Heidekraut. So, Moment, ich hätte vielleicht eher schon mal nachgucken sollen. Habe ich nicht vielleicht das eine oder andere schon? Heidekraut hätte ich. Das ist aber dann auch wohl so ziemlich alles. Jo. Naja, immerhin. Eins von vieren. Sehr gut. Ja. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Moment, ich muss jetzt noch mal genau wo lang. Ich grüße euch auch. Okay, ich glaube, ich muss hier rauf. Ich ganz falsch liege. Ups, oder bin ich jetzt zu weit? Ach ja. Nee, Moment, ganz im Gegenteil. Glaube ich habe mich gerade auf die verkehrte Seite des Ganzen hier begeben, kann das sein? Kenne ich euch nicht? Ich bin mir im Augenblick nicht einmal sicher, ob ich mich selber noch kenne. Hilfe, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg, ich war vorhin falsch. Warte mal auf. Das kann nur mir passieren. So, da nicht. Reichtum ohne Grenzen wünschen. Danke, 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 danke. Sehr nett, sehr nett. So, okay, jetzt kommen wir der Geschichte hier schon etwas näher.
Okay. Ist übrigens interessant, dass man wohl doch weiter eilen kann, laufen kann, auch wenn die Ausdauer dann auf null runter ist. Dann natürlich dann nur dumm, wenn man dann in der Situation vielleicht irgendwelchen Gefahren ausgesetzt wird. Wenn, ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht so gut kommt, wenn man dann keine Ausdauer hat. Insofern ist also dieses Dauergerenne immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Und genau aus dem Grunde gehe ich jetzt wieder in den Schleichgang in Anführungsstrichen zurück, was ja eigentlich die normale Gehgeschwindigkeit ist. Naja, egal. Gut. Wieder die alte Strategie anwenden, bis zur Hälfte rennen und danach wieder erholen, um hier nicht irgendwie in Gefahr zu geraten. Keine Puste mehr zu haben, wenn es drauf ankommt. Jo. Jetzt geht's aber weiter im Schnellmarsch. Und dann muss ich nochmal ganz kurz ins Inventar looken, beziehungsweise ins Journal. Die Mondfalterfeste, die sollen wir ja da liegen lassen, wo sie ist. Die kommt aber erst noch, ne? Ja, genau, die kommt erst noch. Da vorne ist er schon. Gut, mal ins Journal geguckt. Süden verlassen, das habe ich gemacht. Straße Richtung Pelagia, da bin ich gerade drauf, Richtung Osten. Vorbei an der Mondfalterfestung und über die Oyada Mamea folgen. Was war die denn das nochmal? Mondfalterfestung? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch ganz was anderes wissen. Habe ich mich verklickt? Ah. Die Oyada Mamea ist eine Vulkanschlucht, die sich vom Gipfel des Roten Berges in südwestlicher Richtung bis nach unterhalb von Balmora erstreckt. Eine alte dwemerische Brücke überspannt die Oyada in der Nähe der Mondfalterfestung. Das heißt, man muss also eine Brücke gleich kommen. Die Geisterpforte erreicht man am besten, indem man der Schlucht von der Stelle an nach oben folgt, wo die Straße von Pelagiat nach Balmora die Fayoda südöstlich der Mondfalterfestung überquert. So, übrigens muss folgen, nach Verlassen der Feuer soll ich die Straße nach Sura nehmen. Okay, schauen wir mal. Ob wir das denn alles auch so finden, ja, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Bei meinen Navigationskünsten und Orientierungskünsten sehe ich da eher schwarz. Gut, steht hier zufälligerweise irgendwo drauf. Wenn ja, kann ich es im Augenblick nicht lesen. Na, komm schon rüber mit dir. So, was macht er denn jetzt? Das hätte ich mir auch schenken können. Was da nach Pelagiat geht, weiß ich selber. Groß kurz. So, okay. Das Wetter hier ist ja vom Feinsten, also ich fühle mich schon fast heimisch. Bei uns ist es nämlich genauso. Grauer Himmel und Dauerregen. So, Pelagiat und Vivek. Da geht es nach Geisterpforte, hört sich eigentlich gut an, ne? Sollten wir hier in diese Richtung? Suran. Wo ist das denn zu finden? Das Balmora? Was ist das? Caldera? Gnar Dingsbums? Hier haben wir Pelagiat. Da ist Vivek und das ganze Gedöne. Und hier ist Cedar Nain. Okay. Blablabla.
Straßen nach Sovan kommen, entlang der Nordküste. Das heißt ja erstmal nichts, da muss ja irgendwo ein See sein. Die war dann mal gleich. Nein, wieder einen Verkehrten erwischt, verdammt. So, jetzt aber. Südwestlich in Richtung. Ja, na gut, aber das war von der Geisterpforte die Rede. Die Schluffnerstraße nach oben fort. Gucken wir einfach mal. Mehr als falsch liegen kann ich nicht, da muss ich eben umkehren. Das kann ja nur die eine oder andere Richtung sein, letzten Endes. So. Ach nee. Unsere alten Freunde. Ja, komm doch mal schön angehüppelt. Dem Ding hier komme ich bei der Geschichte aber nicht so gut zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das? Resistenz. Ich mach mal leichte Beseitigen von dem Zeug. Haben wir schon was? Da merkt das irgendwie besser. So, da vorne sehe ich zumindest eine Brücke. Dass die ist, von der da die Sprache war, das weiß ich jetzt leider nicht. Jetzt hier gerade vollkommen falsch bin, keine Ahnung. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich gleich wieder Ärger bekomme. So, genau so geht das viel besser. So, weg mit der Leiche. Keine Spuren hinterlassen. Okay. Hier ist ein ganzes Nest. Gut, ich mache nicht nah dran. Aber jetzt. Ja, damit. Ich folge diesem Weg erst einmal noch ein Weilchen und dann schauen wir mal, wo wir so rauskommen. Sieht so aus, als wollte der Regen nachlassen. Das ist schon mal eine Wohltat. Hier muss tatsächlich ein Nest sein. Also normal ist das nicht. Ja, komm du mal an. Zack. So, das war's für dich. Okay. Sehr schön. Ist doch nicht euer Ernst. Schon wieder diese komischen Flatterviecher da, mit denen bin ich ja gar nicht zu Rande gekommen. Erstmal ganz kurz. Daran. Also es ist ja von irgendeinem See die Sprache gewesen. Oh. Hier? Was ist das? Das wäre jetzt der Hammer gewesen, wenn das der Ort gewesen wäre. So, also sehe ich eigentlich, wenn dann eher hier. Das könnte man noch viel passender in Richtung See benennen. Ich bin nicht so hundertprozentig sicher, ob ich hier richtig bin. Ach du Scheiße. Klippenläufer sind das. Da
Das war aber jetzt heftig, meine Herren. Ja. Gar nicht mit gerechnet. Okay, haben die irgendwas Interessantes dabei? Entzug Willenskraft. Nehmen wir es mal. Ansonsten wollen wir mal hier Leiche beseitigen. Ja auch. Na komm schon. So. Yeah. Natürlich klar. Wollte mich einfach nur ein bisschen zurückziehen, um nochmal in aller Ruhe. Hier geht mir ein bisschen auf den Keks. In aller Ruhe nach Dingen Ausschau zu halten. Moment mal eben. Prima. Oh. Meine Magiefähigkeiten bzw. Energien, die sind ein wenig erschöpft, sehe ich da gerade. Auch nicht so toll. Oh Mann, oh Mann. Ja, klar. Glück. Kann man mit denen relativ schnell fertig werden. Das war ja jetzt... direkt mal erfreulich. So, erstmal speichern. Auf Blumensuche. So, kann ich jetzt mal bitte wieder ins Journal gucken? Das ist hier ein bisschen blöd. Moment. Osten vorbei, das habe ich ja gemacht. Und über die, ja, dann über die Vorjahr-Mar-Folgen, ja. Klasse. Warum wird das nicht angezeigt? Ich weiß nicht genau. Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Die Brücke wird nicht vermerkt. Ja. Der Rat ist teuer. Na gut. Nachdem ich da drei von den Viechern erledigt habe, komme ich vielleicht jetzt einigermaßen vorwärts. Ist ja irgendwo so was wie ein Orientierungspunkt geben. Nur im Augenblick sieht es danach weniger aus. So, da ist noch so ein Flattervieh. Moment. Kann ich wieder. Nee, das geht noch. Wie viel denn noch? Wo kommen die alle her? Sehen wir nur den einen? Werden die lästig. Hundefleisch? Nee, danke. So. Was haben wir denn jetzt hier?
mit Sicherheit falsch. Gezeigt wird nichts. Großartig. Bevor du mir hier in den Rücken fällst. Na nun aber. Großartig. Gut, wir werden herausfinden müssen, in welche Richtung ich denn jetzt weiter muss. Hier hoch oder wieder zurück, keine Ahnung. Und um diese ominösen Blumen zu finden, das machen wir dann aber in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, alles Gute und gehabt euch wohl.